sechste Vorlesung Stellenwertsysteme und wahrscheinlich noch Primzahlenteilbarkeit anfangen. Stellenwertsysteme, da kann man halt auch wieder so ein paar kleine Sachen beweisen. Außerdem gehört das irgendwie auch zur diskreten Mathematik, dass man halt natürliche Zahlen in einer bestimmten Weise darstellen kann. Und dass die Darstellung, die wir da benutzen, nicht die arabischen Zahldarstellungen mit einem Stellenwertsystem auch gewisse Vorzüge im Rechnen ja haben. Und dann kommt das nächste große Thema, Primzahlen und Teilbarkeit. Vielleicht mal so, was haben wir so für Bezeichnungssysteme für Zahlen? Es gibt natürlich sowas wie Zahlwörter, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 100. Und es gibt Zahlsymbole, so die Zahlzeichen halt für 1, 2, 3, 17, aber zum Beispiel auch so eine römische 7. Oder im Grunde genommen ist ja auch so eine Strichliste ein Darstellungssystem für Zahlen, wo man dann meinetwegen sagt, immer wenn man 5 Striche hat, streicht man da so quer durch. Also wenn man 4 hat, der 5. geht quer, hat, um da in gewisser Weise dann die Fünferbündel schneller sehen zu können. Zahlennamen und Symbole sind historisch gewachsen und im Prinzip willkürlich, steht da. Andererseits weiß man aus der Ethnomathematik, also insbesondere die Mathematik der schriftlosen und so etwas indigen gebliebenen Kulturen, aus denen man dann immer versucht, so auch über die Geschichte was abzuleiten, dass sich Zahlnamen häufig von Zählsystemen ableiten. Es gibt zum Beispiel Zählsysteme, in denen gibt es nur verschiedene Worte für 1 und 2. Und die 3 ist dann eben 2-1 und die 4 ist 2-2. Und die 5 ist 2-2-1 und die 6 ist dann 2-2-2. Da merkt man schon, dass das nicht besonders praktisch ist, wenn man etwas größere Zahlen hat. Aber wenn man halt einen Bereich hat, in dem die Zählobjekte gar nicht so gewaltig groß werden, kommt man damit hin. Und die typischen Zyklen, in denen so Zahlwortsysteme entstehen, sind dann oft 2er, 5er, 10er und 20er, was ja auch körperliche Gründe hat. Man hat halt 5 Finger an einer Hand und man hat halt insgesamt 20, wenn man seine 10 auch noch mit benutzt, gibt es, dass Leute so zählen. Und teilweise gibt es auch wirklich Körperzahlen. Das heißt, die Zahl, das Zahlwort für 5 ist dann faktisch dasselbe wie, oder das heißt eigentlich eine Handvoll oder zwei Hände voll ist dann das Wort für 10. Es gibt auch ein wildes Körperzahlsystem, da zählt man irgendwie so. Hier fängt es irgendwie an, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann zählt man noch mit dem Auge mit und so. Da kommt man sogar auf 27 Zahlen, die man am Körper zählen kann. Das ist aber sehr aufwendig und natürlich auch eher nicht zum Rechnen geeignet. Ja, was sind eigentlich zweckmäßige Zahldarstellungen zum Rechnen? Hier die Frau Lengning hat das versucht, so an so einer, ja, etwas reformpädagogisch angehauchten Schule, so verschiedene Rechnungen, die Schüler mit verschiedenen Material durchführen zu lassen, unter anderem mit Erbsen. Wenn man Erbsen hat, okay, dann wird man wohl jede Erbse für einen Einser hernehmen. Schnüre der Inka, das ist sowas mit so komischen Knotenzahlen, römische Ziffern, ist auch zum Addieren nicht so günstig, aber Kuss kommt nachher noch. Aber was ist eigentlich mit den Steinen verschiedener Größe? Rechnen mit wenigen Steinen. Nehmen wir mal an, man rechnet 18 geteilt durch 5 und dann bleibt ein Rest 3. Dann kann man das natürlich, dann kann man sagen, okay, da entstehen 3 Haufen A 5 Steine. Das ist aber noch nicht wirklich zweckmäßig benutzt, weil eigentlich hat man ja hier verschieden große Steine für die anderen Aufgaben. 573 und 56 und 327 ist den Schülerinnen, mit denen das gemacht worden, dann aufgefallen, dass man ja gar nicht genug Steine hat. Also man hat gar keine 573 Steine, die man da hinlegen könnte. Und dann sind die Schüler tatsächlich auf die Idee gekommen von selber, dass man ja die unterschiedlich großen Steine eben für unterschiedliche Zahlen verwenden kann. Also meinetwegen die kleinen runden Steine sind Einser, die braunen Steine sind Zehner und die schwarzen Steine da, diese großen, sind die Hunderter. Und dann hat man ja im Prinzip eigentlich eine Darstellung der Zahlen im
Stellenwertsystem, wenn man jetzt sagt, 3 von den dicken Steinen, 2 von den mittleren, 7 von den kleinen, dann steht da ja eigentlich 327, wenn man so will. So, also wichtig für zweckmäßige Zahlsymbole wären, sie sollten auf einer einfachen, leicht durchschaubaren Systematik aufbauen. Sie sollten alle, das heißt beliebig große natürliche Zahlen, abbilden. Das ist ja schon bei diesem römischen Zahlsystem so ein bisschen ein Problem, dass man da für jeden Stellenwert neue Zeichen einführt. Ne? Also Tausender M kennt man noch, aber was kommt eigentlich danach? Gut, man kann dann anfangen, über das M so Striche drüber zu machen oder immer neue Buchstaben einzuführen. Aber man kommt eigentlich nicht mit endlich vielen Zeichen aus, außer man benutzt ein Stellenwertsystem. Was auch noch hilfreich wäre, dass das nicht zu schnell zu langen Bezeichnungen führt. Jetzt könnte ich natürlich sagen, naja, ich könnte ja bei den römischen Zahlen, wenn ich kein Zeichen für eine Million habe, dann male ich halt 1000 M's hin. Ist irgendwie nicht so wirklich zweckmäßig, ne? Merkt man dann schon. Und was auch noch gut wäre, sie gestatten die Grundrechenarten möglichst bequem durchzuführen. Und das leisten dann eigentlich erst die arabischen Zahlzeichen, beziehungsweise im Prinzip hatten das vorher auch schon die babylonischen, die haben sich aber irgendwie nicht so durchgesetzt. Die griechischen und die römischen leisten das eher nicht. Hier mal ein Blick in die frühe Geschichte der Zahlen. Uruk, das ist so auf dem Gebiet des heutigen Irak, circa 3000 vor Christus. Da findet man diese Wirtschaftstexte, das ist so auf Tontafeln. Und bei den Tontafeln ist das immer so, dass einerseits ist da so drauf abgebildet, was eigentlich gezählt wird. Jetzt müssen Sie sich die eigentlich so um 90 Grad gedreht vorstellen. Dann würden Sie sehen, dass bei dem ersten werden also irgendwie so Krüger mit irgendwas drin gezählt. Und vorne stehen zwei Zahlen und hinten eine. Und die Zahlsymbole, die da drauf auftauchen, das sind diese Dinger, die so ein bisschen aussehen wie ein Auge und die schwarzen Flecken. So, und jetzt ist man auch davon ausgegangen, aha, der schwarze Fleck, das ist scheinbar die nächstgrößere Einheit. So, wenn man jetzt auf der linken Seite mal zählt, also das ist immer, hier ist meinetwegen die Vorderseite von der Tafel und da ist die Rückseite, auf der steht das Ergebnis. Also das Ergebnis ist 2 Augen plus 2 Kringel. Und hier vorne hatte man 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Augen und ein Kringel. So, damit sich das ausgeht, müsste also ein Kringel 10 so Augen wert sein. Jetzt gucken wir mal auf dieser Tafel. Da hat man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 von diesen Augen. Und hinten sind aber nur 2 Kringel drauf. Ja. Da ist also die Einheit, wenn das so ist, dass Kringel die nächste Einheit von Augen ist, ist das ja dann 6, die Zusammenfassung. So, und jetzt hat man halt traditionell bis ungefähr 1980 hat man gesagt, naja, die werden sich halt auf einigen von diesen Tafeln verrechnet haben. Und 1980 haben die dann irgendwie am Max-Planck-Institut in Berlin so ganz, ganz viele von diesen Tafeln mit so einem 3D-Scanner eingescannt und dann halt alle möglichen Sachen entschlüsseln lassen und da Sachen drüber rechnen und haben dann festgestellt, nein, also das ist einfach so, dass die Bündelgrößen, also was wird der nächste Stellenwert, ist abhängig davon, was gezählt wird. Wenn so Krüge gezählt wurden, dann war die nächste Einheit ein Zehner und wenn auf der anderen Seite wird, glaube ich, Getreide gezählt, wenn das gezählt wurde, war die Bündelgröße 6er, aber die haben tatsächlich trotzdem dieselben Zeichen genommen. Tatsächlich haben die sogar noch mehr so Zahlen. Es gibt einmal die 6er-Gesimalzahlen. Da ist die erste Bündelungseinheit 10, die zweite Einheit ist 6, dann ist wieder 10, dann ist wieder 6, ist wieder 10. Das heißt, da ist immer ein Faktor 60 drin in den Umrechnungen für die meisten gezählten Objekte wie Menschen, Tiere oder Behälter. Und so ein Behälter ist ja so ein Krug. Und dann gibt es aber auch für rational gezählte Objekte gibt es Bisexagesimalzahlen. Da ist die erste Vervielfachung 2, dann ist 10, dann ist 6, dann ist wieder 2, dann ist wieder 10, dann ist wieder 6. In unserem Stellenwertsystem ist ja einfach die Bündelgröße immer gleich, immer ein Zehner.
hat auch gewisse Vorteile, aber hier wechselt die quasi immer ab. So, und da gibt es auch noch Hohlmaße für Getreide, da gibt es halt 5, 6 und 10. Das lag einfach daran, die hatten eigentlich, also man interpretiert das auch so, es ist gar nicht klar, ob die in unserem Sinne Zahlen als Abstraktum hatten, also ob es für die eigentlich eine 3 gab. Also es gab 3 Büschel Getreide und es gab 3 Krüge, aber ob es eine 3 gibt in dem Sinn, das ist fraglich. So, das ist dann etwas später, ne, so 1000 Jahre später, im selben Gebiet im Altbabylonien ersetzt worden durch ein Positionssystem, wo man für jeden Einer einen Strich gemacht hat und für die Zehner so Haken. Und dann steht zum Beispiel 3 Striche für die 3, 4 so Striche und 1 so stehen da für die 14 und 3 so Haken und 3 so Striche für die 33. Das wäre noch nichts Neues. Und jetzt kommt der Fortschritt, wenn man über 60 geht. Also wenn Sie jetzt 5 Haken und 9 so Striche hatten, dann ist das Nächste, was dann kommt, ist, dass Sie einen Strich nach vorne schreiben. Also dieser vordere Strich zählt jetzt 60 plus 20 plus 2 und hier hat man 3 mal 60 plus 30 plus 4. Hat immer noch ein gewisses Problem, die hatten kein Symbol für leere Stellenwerte. Das heißt, wenn Sie jetzt eigentlich nicht 60 plus 20 plus 2 hatten, was 82 ist, sondern 60 Quadrat plus 20 plus 2, dann wäre das ja auch wieder so ein Strich gewesen. Und dazwischen müsste man eigentlich jetzt eine 0 schreiben, weil der eine Stellenwert nicht da ist. Das hatten die aber nicht. Da muss man das durch so ein bisschen Platz lassen. Oder man muss versuchen, das aus dem Kontext herauszubekommen. Also so ganz perfekt war das noch nicht. Sehr ähnliches Zahlzeichensystem, nur mit etwas anderen. Na, so kann man das auch nicht sagen. Also das erste Auftreten dann ein Zahlzeichensystem, wo es Nullen gibt, ist bei den Maya. Aber da ist das wieder eher so, dass die Zahlen wieder eher so aussehen, also mit so Bildchen. Und tatsächlich kommt die Null ja dann erst mit den indischen Zahlen, wo dann tatsächlich das Standard wird, so eine Null als Symbol für leere Stellenwerte zu nehmen. So, das hier ist ja auch noch ein Mischsystem. Also Sie haben ja hier für die Zehner haben Sie noch ein anderes Zeichen als für die Einer. Also es ist noch nicht ganz ein Stellenwertsystem. Und hier war das eh gewesen. Bei dieser Zahl hier könnte man zum Beispiel nicht sagen, ob das 12 mal 60 plus 20 plus 2 ist oder 12 Quadrat plus 20 plus 2 mal 60, weil man halt hinten keine Null hat, der Kontext entscheidet. Aber es ist im gewissen Sinne mit diesen Zahlen schon algorithmisches Rechnen möglich. Man kann 2 Zahlen untereinander schreiben und dann da leicht die Sachen zusammenschieben und so. Gut, kommen wir mal zu den griechischen und römischen Zahlzeichen, mache ich relativ schnell, weil das lernt man in der Regel ja in der Schule, beziehungsweise die griechischen nicht unbedingt. Bei den griechischen gibt es auch noch ein anderes System, das hier ist das ganz alte. Es gibt dann später noch eins, wo quasi das griechische Alphabet benutzt wird, um die Zahlen zu schreiben, Alpha, Beta und so weiter. Und dann, ich glaube, die ersten 9 für die Einer stellen. Für den Zehner geht es dann irgendwie weiter mit dem 10. Buchstaben und so weiter. Aber diese Systeme funktionieren so, wie Sie das kennen. Die Besonderheit, die hier noch dazu kommt, funktionieren ja eigentlich ganz ähnlich wie dieses ganz altbabylonische, dass man halt die 1 so oft wiederholt, wie man einer hat. Irgendwann hat man dann angefangen und hat gesagt, okay, also nur einer, Zehner, Hunderter, Tausender ist ein bisschen wenig, nehmen wir für einen Fünfer, nehmen wir auch noch ein eigenes Zeichen. Und dann ist man noch hingegangen und hat gesagt, okay, wir schreiben gar nicht 1, 2, 3, 4, sondern wenn das bei der 4 ist, dann schreiben wir I4 und das soll dann heißen, der Einser wird vom Fünfer abgezogen. Also hier so typische Beispiele, XIV, 10 plus, minus 1 plus 5 ist gleich 14. Es gab aber auch eine Zeit, ein bisschen erkältet, wo das quasi noch ohne dieses Vorstellen von einzelnen Zahlen gemacht worden ist. Die erlauben jetzt nicht so ohne weiteres algorithmisches Rechnen.
schreiben Sie mal XIV und die Zahl darunter irgendwie so gescheit untereinander, dass Sie dann da vernünftig was mit addieren können. Das funktioniert gar nicht. Und dafür ist halt ein Stellenwertsystem ganz praktisch. Tatsächlich gerechnet haben die an so ABAKI. Das funktioniert sehr ähnlich wie das Stellenwertrechnen. Sagen wir mal, hier oben liegt eine Zahl und hier unten liegt eine Zahl. Ja, was macht man dann? Man schiebt die einfach zusammen, dann hat man das Ergebnis. So, das Einzige, was natürlich passieren kann, ich war ja jetzt hier faul, jetzt müsste ich hier ein paar mehr Punkte reinmalen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. So, wenn man die zusammenschiebt, hätte man ja dann da 11 liegen und dann gibt es halt die Regel, sobald da mehr als 10 liegen, nimm einen und schieb den rüber. Jetzt ist das hier bei dem Abakus, der da auf der Folie ist, noch so ein bisschen anders gemacht. Da ist das tatsächlich so gemacht, da ist das so seitlich. Und da ist das so gemacht, dass hier liegen die Einer, dazwischen liegen die Fünfer, hier liegen die Zehner, hier liegen die 50er, hier liegen die 100er. Das heißt sogar schon, wenn 5, also wenn jetzt hier mehr als 5 auf der Linie liegen, schiebt man den schon einen rüber. Da braucht man nicht so viele Steine. Das ist einfach ein Vorteil. Und diese Unterteilung, die Sie da sehen, jetzt ist das halt hier so gedreht. Hier sehen Sie das auch. Also das hier ist das griechische Zeichen für 1, das hier ist das für 5, das hier ist das für 10, das ist das für 50, 100, 500 und so weiter. Jetzt kann man hier eine Zahl legen und hier eine Zahl legen und kann die so zusammenschieben. Und beim Multiplizieren funktioniert das im Prinzip so, dass man halt sagt, okay, ich lege erstmal eine Zahl dahin, dann legen Sie den zweiten Faktor hier unten hin und jetzt überlegen Sie sich, okay, ich muss jetzt die Zahl mal 13 nehmen. Dann macht man das genauso, wie wir das auch machen. Man nimmt das stellenwertweise. Also man legt zunächst unten meinetwegen einmal, zehnmal die Zahl hin, also diese ganze Zahl, die hier oben gelegt wird, um zwei Linien nach oben verschoben. Wenn es jetzt mal 13 wäre und dann mal 3, aha, also noch jede dieser Zeilen hier dreimal auch noch dazu liegen und dann hat man wieder diese Regel zum Zusammenschieben. Im Grunde genommen ist das Rechnen am Abakus ziemlich ähnlich wie unser schriftliches Addieren und Multiplizieren direkt mit den Ziffern funktioniert. Gut, was ist ein Stellenwertsystem eigentlich? Die 27, wie man in der Volksschule lernt, ist 2 Zehner plus 7 Einer. Oder wenn man es etwas systematischer aufschreibt, 2 mal 10 hoch 1 plus 7 mal 10 hoch 0. Aber es gibt natürlich auch sowas wie 1, 2, 3 mit unten so eine 4 dran geschrieben. Das soll jetzt heißen, die Zahl 1, 2, 3 im Vierersystem. Das funktioniert natürlich, oder das funktioniert genauso. Das ist auch die 27. Warum? 27 ist ja 6 mal 4 plus 3. Jetzt können wir die 6 mal 4 noch aufschreiben als in Klammern 1 mal 4 plus 2 mal 4 plus 3. Und dann sehen wir, dass die 27 ist 1 mal 4 hoch 2 plus 2 mal 4 hoch 1 plus 3 mal 4 hoch 0. Und so kommen die Ziffern im Vierersystem zustande. Das nennt man manchmal auch Horner-Schema, wie das da unten gemacht ist. Man teilt einfach wiederholt, wenn ich jetzt sage, im Vierersystem teile ich die 27 wiederholt durch 4 mit Rest und lasse das erstmal immer so in den Klammern stehen. Und normalerweise, wenn ich den Algorithmus jetzt ganz durchführe, würde ich hier noch sagen, ah, hier steht 1 mal 4 Quadrat. An dieser Stelle hier steht 1 mal 4 plus 2. Okay, da ist der Rest kleiner. Das steht hier vorne. Ne, warum bricht das da schon ab? Ja gut, weil man den Einser jetzt nicht mehr durch 4 teilt, weil der schon kleiner als 4 ist. Also sobald hier vorne was steht, was kleiner als 4 ist, kann ich das natürlich nicht mehr, brauche ich das nicht mehr weiter teilen. So, man kann das auch inaktiv mit Hölzern sich vorstellen. Das machen wir jetzt vielleicht nicht. Wichtig ist die Division mit Rest.
die funktioniert so, wenn Sie B Hölzer haben und Sie machen Division mit Rest, dann bilden Sie lauter Bündel mit B Hölzern. Meinetwegen, Sie kriegen davon Q und dann bleiben unter Umständen noch eher einzelne Hölzer übrig. Und die funktioniert. Und das ist ein Satz. Seien A und B natürliche Zahlen. A darf auch eine natürliche Zahl oder die Null sein. B nicht. Sonst wird das schwer. Versuchen Sie mal, die Zahl A als Multiplikation mit Null darzustellen. Das haut halt nicht hin. Dann kann man sagen, es gibt für jedes A und B gibt es Q und R aus N0. So, das gilt. A lässt sich darstellen als das Q-fache von B plus R. Und dieser Rest, also dieses R, ist dann kleiner als B. Das geht immer. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist, wenn Ihnen jemand zwei so Darstellungen einer Zahl A mit demselben B darlegt, hinlegt, dann lügt der, weil das ist eindeutig. Also es gibt mindestens ein paar von solchen Zahlen Q und R, ist die erste Aussage. Und die zweite Aussage ist, es gibt auch höchstens so ein paar. Also es gibt nicht zwei verschiedene Darstellungen von der Zahl 7. Also was ergibt 7 geteilt durch 3 mit so einem Rest? Da gibt es nur eine Darstellung für, nicht zwei verschiedene. So, das kann man auch. Jetzt kann man noch problematisieren, diese Schreibweise 3 Rest 2, die eine Zeit lang in Volksschulen ganz beliebt war. Das Problem ist einfach, dass sie halt nicht so ganz eindeutig ist. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, 17 geteilt durch 5, das ergibt ja offensichtlich 3 Rest 2. Weil 17 ist 3 mal 5 plus 2, kommt hin. Ne? 3 mal 5 ist 15 plus 2. Andererseits ist aber auch 14 geteilt durch 4, 3 Rest 2. 3 mal 4 ist 12 plus 2 ist 14. Aber es ist nicht 17 geteilt durch 5 dasselbe wie 14 geteilt durch 4. Also man müsste bei dieser Restschreibweise eigentlich noch immer dazu sagen, beim Teilen durch. So und so, sonst. Weil dieser Rest hier, der müsste ja noch durch 5 geteilt werden und dieser Rest, der müsste ja noch durch 4 geteilt werden. Und da sieht man schon, das ist nicht dasselbe. Einige Didaktiker sagen dann, ah, diese Restschreibweise in der Volksschule, bevor man da lernt, dass man hinten noch weiter dividieren kann, die ist eigentlich nicht ganz unproblematisch. So, warum funktioniert das eigentlich? Also, wenn einem gar nichts anderes einfällt, sagen wir mal, Sie haben eine ganz dumme Programmiersprache, in der kann man nicht dividieren, sondern nur subtrahieren, dann würde man ja die Division mit Rest einfach dadurch ausführen, dass man wiederholt die Zahl, durch die da dividiert werden soll, abzieht. So, jetzt könnten Sie noch sagen, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt sagen würde, Division von 4 geteilt durch 27 mit Rest? Ja gut, das ist ein bisschen langweilig, wenn dieses B hinten größer ist als das A vorne, dann ist man immer in einem Schritt sofort fertig. Da steht einfach 0 Rest und dann die Zahl. Also die Fälle brauchen wir uns, glaube ich, nicht angucken. Aber bei 27 geteilt durch 4 wird jetzt immer schrittweise abgezogen. So, und man guckt einfach immer, ist das, was übrig bleibt, noch kleiner als 4? Und wenn nicht, dann zieht man es halt nochmal ab. Und so oft, wie man die 4 abgezogen hat, das ist dann nachher unser Q. Warum ist das vernünftig, das mal so aufzuschreiben? Weil man daran dann sehen kann, dass das immer funktionieren muss. Also, wenn das A größer ist als das B und ich ziehe jetzt einmal B ab, dann gibt es zwei Fälle. Entweder das A minus B, was dabei rausgekommen ist, ist selber noch größer als das B. Da muss ich halt nochmal das B abziehen. Oder es ist schon kleiner als das B, dann bin ich fertig. So, und das kann man jetzt immer fortsetzen. Aber was man jedenfalls weiß, ist, mit jedem Schritt, den ich das B hier nochmal abziehe, wird diese Restzahl A minus Q mal B kleiner werden. Weil das B
ist ja irgendeine Zahl, die sinnvollerweise auch nicht 1 ist. Das habe ich, glaube ich, hoffentlich vorne irgendwo ausgeschlossen bei der Division mit Rest. Und dann wird das hier in jedem Schritt kleiner. Selbst wenn es die 1 wäre, wird es bei jedem Schritt kleiner werden. Bei 1 kriegen sie halt keine Reste hin. Das ist ein bisschen langweilig. Und jetzt kann ich halt sagen, aha, also das hier, was am Ende übrig bleibt, ist aufgrund dieser Regel, die ich angegeben habe, auf jeden Fall kleiner als B und damit bin ich fertig. Und der Algorithmus muss abbrechen, weil ich in dieser Spalte eine Folge von natürlichen Zahlen habe, die mit jedem Schritt kleiner wird. Und da hatten wir diese Wohlordnungseigenschaft der natürlichen Zahlen kennengelernt. Eine Folge von natürlichen Zahlen, wo es immer kleiner wird, die kommt irgendwann an ein Ende. Nur kann ganz schön lange dauern, wenn da steht 7.384.527 geteilt durch 4 und man macht das wirklich immer durch 4 abziehen, dauert das halt ein bisschen, aber irgendwann wird es auf jeden Fall ans Ende kommen. Und damit bricht das ab. So, jetzt kommt die Eindeutigkeit. Das ist ja immer so ein bisschen von hinten durch die Brust. Also wir nehmen mal an, es hat jemand 2 verschiedene Ergebnisse bei der Division mit Rest rausbekommen. Also sowohl das Q als auch das R sollen anderes sein als das Q' und das R', wie die hier stehen. Dann sage ich mal, ohne Einschränkung, sage ich mal, das Q' soll das Größere von den beiden sein. Ja, weil Q' und Q sind ja verschieden. Da muss ja eins von den beiden muss größer sein. So, jetzt nenne ich einfach das, was größer ist, das nehme ich einfach als das Q'. So, dann kann ich das wohl so aufschreiben. Und jetzt sage ich, okay, dann bringe ich mal dieses Q mal B auf die andere Seite und das R' bringe ich auch auf die andere Seite. Dann steht auf der linken Seite Q' minus Q mal B und auf der rechten Seite steht R minus R'. So, jetzt weiß ich aber, dass R und das R', diese Reste, die sind auf jeden Fall, ja, das kann ja nicht sein, das R' kann 0 sein oder das kann kleiner sein als das R. Aber auf jeden Fall, wenn ich vom R das R' abziehe, ist das, was da rauskommt, kleiner gleich R. Es könnte sein, R' ist 0, dann wäre es tatsächlich gleich R. Wäre aber auch noch nicht schlimm, weil ich weiß, der Rest sollte ja immer kleiner sein als das B. So, das heißt, jetzt hätte ich hier stehen, wenn ich mir das überlege, Q' minus Q mal B ist kleiner als B. Ja, das ist jetzt interessant, weil Q' minus Q muss ja auch wieder eine natürliche Zahl oder die 0 sein. Wenn ich 2 natürliche Zahlen voneinander abziehe und wenn ich gesagt hatte, das Q' sollte ja das Größere von den beiden sein, muss das entweder, das kann eigentlich schon nicht mehr funktionieren. Ne? An der Stelle sieht man schon den Widerspruch. Das Q' müsste ja eigentlich größer sein als das Q, hatte ich oben vorausgesetzt. Oder es soll maximal noch gleich sein. Und diese Ungleichung, die da steht, Q' minus Q mal B ist kleiner als B, die funktioniert ja nur, wenn vor dem B entweder eine 0 steht, weil dann steht da 0 mal B und das ist sicherlich kleiner als B. Oder wenn dieses Q' minus Q kleiner als 1, aber größer als 0 wäre. Das funktioniert aber auch nicht, weil ich ziehe da ja 2 natürliche Zahlen voneinander ab. Also ist die einzig mögliche Konsequenz aus der Ungleichung ist, Q' minus Q muss 0 sein. Ja, das ist aber Mist, weil dann ist ja Q' gleich Q und in dem Fall ist auch R' gleich R. Also Widerspruch zu meiner Annahme, es hätte 2 verschiedene Darstellungen für die Division mit Rest gegeben. Also ist die Division mit Rest auch eindeutig. So, hier sind noch Bemerkungen dazu. Die Division als fortgesetztes Subtrahieren ist auch etwas, was man normalerweise tatsächlich in der Volksschule auch so erklärt. Die Addition als fortgesetzte, die Multiplikation als fortgesetztes Addieren, Division als fortgesetztes Subtrahieren. Wobei das normalerweise halt eine Division mit Rest ist. Das geht ja nicht immer glatt auf in der Volksschule. Aber der wichtige Sonderfall, wenn das ohne Rest aufgeht, dann ist A gleich Q mal B. Und dann sagt man B teilt A. Also B teilt A ist genau gleichbedeutend mit, es gibt eine Zahl Q, sodass man A gleich Q mal B schreiben kann. Ja, kann man auch mit Tabellenkalkulation machen. Oder in GeoGebra gibt es auch eine eingebaute Funktion, die heißt
Division AB. Die gibt eine Liste zurück, wo vorne quasi dann meinetwegen steht, also was hatten wir denn jetzt gerade, wenn ich jetzt sage 5 geteilt durch 4, dann ist das 1 Rest 1, also das war jetzt blöd zum Erklären, da kommt als Lösung raus 1,1. Wenn Sie jetzt sagen 5 geteilt durch 2, dann kommt raus 2 Rest 1, also wäre die Liste, die da rauskommt, dann 2,1. Und man kann das auch programmieren, dann sieht das so aus, ist gar nicht so wahnsinnig aufwendig. Aber es ist dieses Semester nicht so interessant, weil so wenig Informatikerinnen dabei sind. Wer ist Informatiker? Okay, so sieht das aus. Ist halt nicht sehr lang. Eine Weilschleife, wo immer abgezogen wird. Ne? Mehr ist das eigentlich nicht. So, zur Darstellung natürlicher Zahlen in einem Stellenwertsystem noch einmal zum Beispiel. Ja. Das ist im Grunde genommen einfach die fortgesetzte Division mit Rest. Ne? Man macht das einmal, dann steht da 6 mal 4 plus 3. 6 ist aber noch größer als 4. Jetzt mache ich nochmal wieder die Division mit Rest. Und was dann da steht, ist nicht mehr größer als 4. Jetzt bin ich fertig. So kann man auch so allgemein hinschreiben. Auch dieser Algorithmus muss abbrechen, weil die Folge dieser Zahlen hier, ist jetzt hier ein bisschen kurz, weil die Zahl nicht so lang war. Ich glaube, ich habe ein Beispiel vorbereitet, was zumindest etwas länger ist, haben wir hier wieder eine Folge, absteigende Folge natürlicher Zahlen. Also diese 6 wird ja jetzt nochmal wieder Division mit Rest genommen, also muss das vorne kleiner werden. Und hier entsteht sozusagen als Vorfaktoren von dieser vorderen Klammer, entsteht eine Folge absteigender natürlicher Zahlen. Wir machen aber vielleicht nochmal ein anderes Zahlenbeispiel, weil da ja auch einige Besonderheiten auftreten können. Also ich möchte jetzt mal die Zahl 2611 ins Achtersystem schreiben. So. Gott sei Dank habe ich das vorher ausgerechnet, sonst wüsste ich nicht, dass 326 mal 8 plus 3 2611 ergibt. Gut, und jetzt macht man das so weiter, also dieses plus 3 kann man irgendwie stehen lassen. Jetzt muss man die 326 wieder durch die 8 teilen. 320 geteilt durch 8 ist 40. Und 320, also 40 mal 8 plus 6 mal 8 plus 3. So, jetzt geht's weiter. Jetzt muss man da mit der 40. Jetzt kommt die Stelle, wo man ein bisschen aufpassen muss. 40 ist 5 mal 8 plus 0 mal 8 plus 6 mal 8 plus 3. So, und man ist jetzt nämlich noch nicht, jetzt muss man nämlich gucken. Ne? So, jetzt ist man fertig, aber hier muss man ein bisschen aufpassen. Diese 0 hier muss man ja auch berücksichtigen. Ne? Also ist die Zahl, die da entsteht, ist ja, jetzt kann man die ganzen Klammern auflösen, dann steht da 5 mal 8 mal 8 mal 8. Oh, irgendwas stimmt hier noch nicht. Hier muss noch eine Klammer hin. Mir fehlt irgendwie noch eine 8. 40, hier fehlt noch, hier fehlt ja noch, hier habe ich hier irgendwas falsch gemacht. 8 hoch 3, ja, passt alles. 8 mal 8 mal 8, so, ich war gerade verirrt. Plus 0 mal 8 mal 8, plus 6 mal 8, plus 3. Also 5 mal 8 hoch 3, sorry, plus 0 mal 8 Quadrat plus 6 mal 8 plus 3. Also ist das gleich 5, 0, 6, 3 im Achtersystem. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, was aber klar ist. Am vierten Stellenwert haben Sie ja immer die Stellenwertzahl. Also wenn wir jetzt mal sagen, Stellenwertsystem zur Basis B wäre das. Dann würden wir sagen, da haben wir an der vierten Stelle,
b hoch 3, weil wir haben ja an der ersten Stelle von hinten gesehen 4 hoch 0. Und da war ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich wusste nicht schon, dass die Zahl vierstellig sein musste. Ist ja klar, kann man sich schnell überlegen. Wenn 2611, ja, das sollte ich so nicht schreiben, im Zehnersystem will ich schreiben als Achtersystem. So. Und 2611, wenn die im Zehnersystem schon vierstellig ist, muss die ja im Achtersystem erst recht mindestens vierstellig sein. Man hat ja weniger in einem Stellenwert drin. Sie haben ja hier, haben Sie jetzt die Einer, da haben Sie die Achter, da haben Sie die 64er. Das muss ja sozusagen größer werden. Man kann das auch so untereinander aufschreiben, dann sieht man nochmal schön, wo man die absteigende Folge natürlicher Zahlen hat. Und wenn Sie jetzt mal mit einer richtigen Zahl sowas machen, 38.704, und Sie wollen die darstellen im Siebener-System, dann haben Sie erst 5.529 mal 7 plus 1. Das hier ist sicherlich der letzte Rest. Jetzt müssen Sie wieder die 5.529 nehmen, teilen die durch 7. Dann wird das, was rauskommt, sicher kleiner sein als 5.529. Und wenn Sie das jetzt wieder durch 7 teilen, wird das wieder kleiner sein. Und hier bei diesen Vorfaktoren von 7 haben wir Sie wieder die Folge natürlicher Zahlen, die auf jeden Fall abbrechen muss. Ja. Damit gilt dann der folgende Satz bei vorgegebener Basis B, wobei man für das B halt keine 1er wählen sollte. Stellenwertsystem zur Basis 1 wird ein bisschen schwierig. Gibt es zu jeder Zahl A eine Stellenzahl S und Ziffern, die natürlich höchstens B minus 1 groß sein können? Im Dezimalsystem haben Sie 10 verschiedene Ziffern, 0 bis 9. Im Oktalsystem haben Sie 8 verschiedene Ziffern, 0 bis 8. Im Sechsagesimalsystem haben Sie 60 verschiedene Ziffern, 0 bis 59 und so weiter. So, und dabei sind die Stellenzahl und die Ziffern eindeutig bestimmt. Kann man auch mit Tabellenkalkulation machen. In GeoGebra gibt es die Funktionen zu Basis und von Basis. Zu Basis stellt eine Dezimalzahl in einem b-adischen System dar und von Basis stellt die b-adische Zahl. B-adisch heißt immer, das Stellenwertsystem zur Basis b stellt die b-adische Zahl a als Dezimalzahl dar. Wobei b nicht größer als 36 sein darf, weswegen in der Übung viele Aufgaben mit Stellenwertsystemen sind, wo b größer als 36 ist. Nein. Es ist, glaube ich, eine mit einem 60er Stellenwertsystem drin. Aber das war jetzt nicht wegen GeoGebra. Da müssten Sie ja die Rechenweise eh kennen. Wobei das hier als die 36 kommt dadurch zustande, wenn man jetzt ein Stellenwertsystem zur Basis b hat und man hat mehr als 10 Ziffern, dann gehen einem ja die Ziffernzeichen aus. So, und jetzt gibt es die Konvention, dass man dann sagt, okay, für die 10 schreibt man ein A, für die 11 schreibt man B und so weiter. Das ist ja zum Beispiel auch bei diesem Hexagesimalsystem, was in der Informatik noch ganz gebräuchlich ist, wo man 16 als Basis hat, dass man da bis F geht. Und wenn man bis Z geht, landet man halt bei 36. Und dann gehen einem aber auch da die Zeichen aus. Jetzt müsste man noch Kleinbuchstaben oder irgendwas mitnehmen. Die andere Lösung, die wir eigentlich in der Mathematik eher machen, ist, dass wir dann sagen, okay, wenn wir jetzt sowas im 60er-System zum Beispiel geschrieben haben, um dann gewisse Dinge unterscheiden zu können, also wenn ich hier sowas hinschreibe, ist das irgendwie nicht eindeutig im 60er-System, weil jetzt weiß ich ja gar nicht, ich schreibe es mal so hin, wie man es dann tatsächlich schreibt. Es könnte ja so sein, also 51 im hinteren Stellenwert, 51 Einer plus 61er. Oder es könnte ja auch gemeint sein, 15 60er und ein Einer. Und deswegen schreibt man einfach zwischen die Stellen, wenn man mehr als im Dezimalsystem ist, manchmal auch einfach ein Komma immer dazwischen. Dann weiß ich, das hier soll also die Zahl sein, 15 mal 60 plus 1 mal 1. Und das hier oben soll die Zahl sein, 1 mal 60 plus 51 mal 1. Damit man das unterscheiden kann, nimmt man halt als Trennzeichen so ein Komma dazwischen.
dann ist es quasi egal. Dann könnte ich sogar ein Stellenwertsystem zur Basis 10.000 haben. Wäre egal, hätte ich dann halt immer mal Kommata, Beistriche, muss ich erst sagen. So, kann man aber auch in Python sehr schnell machen, weil es in Python die Division mit Rest gibt, ist das auch eine Wildschleife mit zwei Zeilen. Ja, können Sie sich mal angucken, was das so erzeugt in der stillen Minute. Und in Python sind auch einige Sachen direkt eingebaut. 15er in Binärsystem, wandelt 15 ins Binärsystem um, wenn man Bin schreibt, ins Oktalsystem gibt es noch, Hexadezimalsystem gibt es noch und Int wandelt eine Zahl um. Und Sie erkennen da bei den, das haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, dass dann so ein 0b vorangestellt wird, um zu sagen, die Zahl, die da ist, die ist quasi im Binärsystem. Also das ist 1 plus ein 2er plus ein 4er plus ein 8er quasi. So, und hier im Oktalsystem ist das halt die Zahl 7 mal 1 plus 1 mal 8. So, oder hier im Hexadezimalsystem 0xf heißt, hier hinten haben sie halt eine 15 stehen. Aha. Ah, gut. Jetzt kommen Muster im Stellenwertsystem. Ach, jetzt habe ich zweimal Aufgaben drin. Das ist lustig. Ich habe nämlich dieses Mal noch eine Zusatzaufgabe mit reingenommen. Okay, aber dann machen wir das jetzt hier. Ermitteln Sie für die, das müssen wir ja jetzt, das machen wir dann jetzt aber nicht als Übung, sondern einfach live. Also wir gucken uns mal an für die Zahlen 3, 8, 10 die b-adische Darstellung vom b plus 1 zum Quadrat. Wir machen es jetzt mal für b plus 1 Quadrat, für b minus 1 zum Quadrat, weil das habe ich nachher noch als Übung reingenommen und für b minus 1 mal b plus 1, also quasi für alle binomischen Formeln. Für die Zahlensysteme 3, 8 und 10 machen wir es mal. Das ist jetzt für die Übung auch ganz hilfreich. Also machen wir erstmal Dreier-System. Dreier. Im Dreier-System, also jetzt schreibe ich erstmal die Zahl so nackt hin, wie sie bei uns im System. 3 plus 1 in Klammern zum Quadrat ist gleich 4, Quadrat ist gleich 16. So, jetzt, wie sieht die 16 im Dreier-System aus? Ja, also 16 geteilt durch 3 ist 5 mal 3 plus 1 ist dasselbe wie 1 mal 3 plus 2 mal 3 plus 1. So, jetzt muss ich noch die Klammer wieder richtig setzen. Also ist das gleich 1, 2, 1 im Dreier-System. Jetzt machen wir es noch mal im Achter-System. Ich mache das jetzt mal untereinander. Ist jetzt nicht besonders schön. Im Achter-System 8 plus 1 zum Quadrat ist gleich 9, 9, 81. 81 ist gleich 10 mal 8 plus 1. Ich bin noch richtig, ne? Ist dasselbe wie 1 mal 8 plus 2 mal 8 plus 1 ist gleich 1, 2, 1 im Achtersystem. Und jetzt machen wir es auch noch im Zehnersystem. 10 plus 1, 10 plus 1 in Klammern zum Quadrat ist gleich 11, Quadrat ist gleich 121. Ja, kann das alles Zufall sein? Ist natürlich die Frage, die sich jetzt stellt. Nein, es ist kein Zufall. Dahinter steckt natürlich System. Wir können das gleich einfach mal allgemein mit dem B schreiben. Aber jetzt gucken wir mal noch bei B minus 1. 3 minus 1 in Klammern zum Quadrat ist 2 zum Quadrat ist gleich 4 ist gleich 1, 1 im, oder? Dreier-System. So, und 8 minus 1 in Klammern zum Quadrat ist gleich 49. Ja, 49 im Achtersystem. 48
6 mal 8, das ist jetzt, Moment, jetzt bin ich aber verwirrt. 1 plus 1, aber jetzt bin ich verwirrt. Na, hier steht ja 6 mal 8, oder? Sechs mal 8, das bleibt ja so stehen, ist 6. 1. Habe ich mich gerade vertan? Na, das müsste eigentlich stimmen. Achtersystem. Ich gucke mal eben gerade nach, was ich eigentlich gerne hätte. Doch, nein, passt alles. Ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Hier sieht man es nicht so sofort. So, 10 minus 1 in Klammern zum Quadrat ist gleich 9, ist 81. So, jetzt kriegt man, glaube ich, die Idee. So, man sieht das nicht so gut. 3 ist ein blödes Beispiel. Wir werden gleich sehen, was das ist. Das ist immer die vordere Zahl, ist um 2 vermindert und hinten steht ein 1er. Also vorne steht immer das b minus 2 und hinten steht ein 1er. Ne, hier steht 3 minus 2, ergibt zufällig ein 1er und hinten steht ein 1er. Hier steht 8 minus 2, ergibt 6 und hinten steht ein 1er. Und hier steht 10 minus 2, ergibt 8 und hinten steht ein 1er. So, jetzt machen wir noch 10. Danke, sonst ist es ja hier. Danke. Ja. So, jetzt machen wir das noch mit b minus 1 mal b plus 1. 3 minus 1 mal 3 plus 1 ist gleich 2 mal 4 ist gleich 6 ist gleich 2 mal 3 plus 0, oder? Nein? Habe ich mich verrechnet? 3 minus 1, oh, peinlich. 2 mal 3 plus 2 ist 8, ja? 2 mal 3 plus 2, also 22. 22 im Dreiersystem. Okay, dann machen wir es nochmal. 8 minus 1 mal 8 plus 1 ist gleich 7 mal 9 ist gleich 63 ist gleich ungefähr 64, aber einer weniger, aber das hilft mir jetzt nichts. 63 geteilt durch 8 ist 7, 8 plus 7 ist gleich 77 im Achtersystem. Ah, sieht ja auch schon ganz gut aus. 10 minus 1 mal 10 plus 1 ist gleich 9 mal 11 ist gleich 99 im Zehnersystem. Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich auch eine Vermutung. B minus 1, B minus 1 ist die Stellenwertdarstellung. Also egal, welches Stellenwertsystem es ist. Und jetzt kommt der Teil, der dann eigentlich für die Übung interessanter ist, dass man versuchen kann, das allgemein hinzuschreiben. Jetzt hatte ich ja schon verraten, dass das hier ja eigentlich die binomischen Zahlen, hier binomische Formel. Und jetzt muss man eigentlich nur ein bisschen scharf hinsehen. Hier stehen die B-Quadrate, hier stehen die Bs und hier hinten stehen die Einer. Also steht da ja eigentlich 1 mal b hoch 2 plus 2 mal b hoch 1 plus 1 mal b hoch 0. Also ist ganz klar, dass das, was da rauskommt, die Form 1, 2, 1 im Stellenwertsystem zur Basis b hat. Völlig egal, was das b ist. Nur ein Zweier darf es nicht sein, weil dann haut das mit der 2 nicht hin. So, das ist nicht erlaubt. Wenn es ein Zweier ist, funktioniert das nicht. Stellenwertsystem zur Basis 2 wird es nicht funktionieren, weil da wäre 2b, wird schon in den nächsten Stellenwert rutschen. Aber bei allen anderen Stellenwertsystemen funktioniert das genau. Muss immer, wenn Sie sagen, b plus 1 in Klammern zum Quadrat, ergibt immer die Zahl 1, 2, 1 in dem jeweiligen Stellenwertsystem. So, jetzt b minus 1, da ist es, glaube ich, so ein bisschen von hinten durch die Brust. Ja, das ist tatsächlich etwas tricky. Das ist ja, da ist nämlich das Problem, dass man das nicht sofort so sieht, weil jetzt hat man ja hier ein Minus stehen. So, da können Sie jetzt nicht sagen, vorne steht immer eine 1, im zweiten Stellenwert steht da eine minus 2.
Das, so ist das nicht gedacht. In dem Stellenwertsystem müssen ja immer positive Sachen stehen. Jetzt muss man das ganz geschickt machen und sagen, aha, das kann ich ja schreiben als b minus 2 mal b plus 1. Sehen Sie das? Das kann ich machen. Nochmal die Klammer aufgelöst, b Quadrat minus 2b. So, und jetzt sage ich wieder, ja, das ist aber super, weil da steht ja eigentlich b minus 2 mal b hoch 1 plus 1 mal b hoch 0. Also ist das, was da rauskommt, immer der Form b minus 2, 1. Im Stellenwertsystem zur Basis b. Es kann auch nichts schief gehen, weil b minus 2 ist ja sicher immer kleiner als b. B minus 2 kann nie so groß sein wie b. Also rutsche ich ja auch nicht in den nächsten Stellenwert rein. Das ist das. Und jetzt noch b minus 1 mal b plus 1 funktioniert ganz ähnlich. Müssen wir auch nur ein bisschen geschickt klammern. Das ist ja b Quadrat minus 1 Quadrat. So, das kann man aber auch hinschreiben als b mal b minus 1. Ja, ist aber immer noch nicht so doll. Dann ist ja hier hinten ist immer noch diese b minus 1 und hier vorne ist so ein b. Jetzt mache ich das ganz, ganz geschickt. Jetzt sage ich, ich könnte ja vorne mal sagen, ich nehme mal b minus 1 mal b. Jetzt fehlt aber noch ein b, weil hier vorne steht ja b mal b. Und hier habe ich jetzt stehen b minus 1 mal b. Also muss ich noch ein b dazu zählen und jetzt kommt noch die minus 1. So, das ist dasselbe. Das ist die berühmte Nulladdition, von der ich Sie schon mehrfach gewarnt habe. Ja, die habe ich jetzt hier wieder gemacht. Und jetzt sage ich wieder, jetzt kann ich es ablesen. Haha, ich kann es ablesen, weil b minus 1 wird nie größer als b sein. Das heißt, das, was hier hinten steht, steht im letzten Stellenwert. Und b minus 1 wird auch nie größer als b sein. Das, was hier steht, steht also im zweiten Stellenwert. Steht hier wieder b minus 1 mal b hoch 1 plus b minus 1 mal b hoch 0. Also kann ich das einfach so auch hinschreiben als b minus 1, b minus 1. Und das ist auch genau das, was wir gesehen haben. 2, 2, 3, 7, 7, 8, 9, 9, 10. So, und das wird aber selbst im Stellenwertsystem zur Basis 60 noch funktionieren. Das ist mal ausrechnen und ausprobieren, aber hier haben wir es jetzt allgemein bewiesen. Und so eine ähnliche Sache kommt, glaube ich, an einer Stelle in der Übung mal vor, wo man das brauchen kann. Ich hatte jetzt witzigerweise dann die Muster in Stellenwertsystem an einer anderen Stelle auch noch mal wieder reingenommen. Egal, also was jedenfalls möglich wird durch Stellenwertsystem ist algorithmisches Rechnen. Denn diese ganzen gewohnten Standardverfahren zur Addition und Multiplikation, die Sie einsetzen, beruhen ja gar nicht darauf, dass wir ein Zehnersystem haben. Die beruhen einfach nur darauf, dass das Distributivgesetz gilt, dass Sie also erst die Einer addieren können, dann die Zehner, dann die Hunderter, beruht ja nur auf Zerlegungen der Zahlen. Das wird im Vierersystem genauso funktionieren. Da können Sie auch erst die Einser addieren, dann addieren Sie die Vierer, dann erdienen sie die 4 Quadrater, also die 16er und so weiter. So, das Einzige, was für uns so ein bisschen ungewohnt ist, und deswegen setzt man das gerne in der Primarlehrerausbildung ein, um die Studenten nochmal quasi in die Rolle der Schüler zurückzuversetzen, sind die Überträge. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel rechne, ohne Umrechnung vorher in das Zehnersystem, 1, 2, 3 plus 3, 1, 2, dann muss ich ja rechnen, 2 plus 3 kommt eigentlich 5 raus. Jetzt muss ich mir aber merken, 5 ist ja schon zu viel. 5 gibt es ja nicht. Es gibt ja keine 5 im Vierersystem. Die 5 ist also eigentlich die 11 quasi im Vierersystem, ist nämlich die 4 plus die 1. Also muss ich das wieder so machen. 1 schreibe ich hier unten hin. Ja, und einen muss ich mir merken, den schreibe ich hier oben hin. Jetzt geht es wieder weiter. 1 plus 1 ist 2, plus 2 ist 4. 4 ist aber wieder zu viel. Ich kann hier unten keine 4 hinschreiben. Also schreibe ich, also der Vierer ist ja hier quasi ein Zehner. Also muss hier 0 hinschreiben, kommt die 1 hier rein. Jetzt habe ich hier wieder 4 plus den Einser ist eigentlich 5. Aber in unserem System gibt es ja keinen Fünfer, also ein Elfer. Also 1 und 1 müsste ich hier hinschreiben, kommt der hier vorne hin. 1, 1, 0, 1. Aber die Addition funktioniert ansonsten haargenauso. Und bei der Multiplikation, ich weiß nicht, die Multiplikation habe ich leider nicht drauf, würde aber auch genauso funktionieren. Schriftliches Multiplikationsverfahren
funktioniert auch mit Zahlen zur Basis 4, ist überhaupt kein Problem. Nur die Überträge sind ein bisschen lästig, weil man die nicht so im Kopf hat. Insbesondere, wenn man da 16er-System oder so nimmt, dann wird es natürlich ein bisschen fies, sich da die Überträge zu merken. Und dann bei Multiplikationen erst, da müssen Sie ja denken, da müssen Sie ja ständig, wenn Sie schriftlich multiplizieren, dann addieren Sie ja noch laufend Sachen im Kopf. Also das wird dann schon sehr lästig. Also in der Prüfung würde ich sicher nicht verlangen, dass Sie zwei Zahlen in einem anderen Stellenwertsystem schriftlich miteinander multiplizieren. Das wäre ein bisschen sehr drüber. Aber addieren ist eine schöne Fleißaufgabe. So kann man auch noch die Probe machen, sieht man, dass das tatsächlich funktioniert. So, dann eine Frage, die unter anderem Informatiker ja immer interessiert, ist, wie komplex sind solche Verfahren? Oder was ist eigentlich das, und was Didaktiker vielleicht interessiert, was ist eigentlich das Ziel der Addition? Naja, das ist ja die Addition beliebig großer Zahlen, wird auf das kleine 1 plus 1 mit den Ziffern zurückgeführt. Ich muss nicht mehr auswendig wissen, was 17 plus 16 ist, aber ich muss sozusagen noch im Kopf rechnen können, was 6 plus 7 ist. Also das kleine 1 plus 1 muss ich wissen, aber mehr nicht. Und jetzt kann man sich dann fragen, wie viele solche Ziffernadditionen sind eigentlich nötig, was dann die auch die Komplexität genannt werden kann, also wie viele solche Ziffernadditionen. Hier ist das mal für verschiedene Zahlen dargestellt, einmal im Zweiersystem und einmal ganz normal im Dezimalsystem und so etwas umständlich aufgeschrieben, dass das hier so wirklich Schritt für Schritt durchgeführt worden ist, zeilenweise. Und was man halt braucht, wenn man zwei k-stellige natürliche Zahlen addiert, braucht man maximal 2k-Additionen. Warum 2k-Additionen? Man muss ja erstmal alle Ziffern unter Umständen addieren und dann kann es Überträge geben. Und Überträge kann es aber auch höchstens k-Stück geben. Und dadurch kommt dann 2k. Additionen muss man für die Dings durchführen. So, und dieselbe Frage kann man sich bei der Multiplikation stellen. Bei der schriftlichen Multiplikation ist das Ziel, die Multiplikation beliebig großer Zahlen auf das kleine 1 mal 1 mit den Ziffern und die Addition von zwei relativ kleinen Zahlen zurückführen zu können. Jetzt kann man wieder fragen, wie viele Ziffernmultiplikationen sind nötig? Also nach den Additionen ist sie noch gar nicht gefragt. Und das macht der Herr Beutelsbacher hier mit dieser Strichli-Methode, damit man das möglichst gut sehen kann. Das funktioniert so, hier ist die 21 dargestellt als zwei Striche und hier ist noch ein Strich. Und hier ist die 32 dargestellt als drei Striche und noch zwei Striche. Und jetzt kann man einfach die Knoten zählen. Hier vorne sind die Zehner mit den Zehnern mal genommen worden. Hier vorne entstehen also die Hunderter. Jetzt müsste man hier alle, überall da, wo die sich knoten, das ist genau das Multiplikationsergebnis. Wenn man drei Striche mit zwei Strichen schneidet, entstehen sechs Knoten. Also hier entsteht das. Hier entsteht das Ergebnis 2 mal 2. Das ist also die Zehner der einen Zahl mal die Einer der anderen Zahl. Hier entstehen also Zehner. Und hier ist das Ergebnis 1 mal 3. Das ist der Einer der ersten Zahl mit den Zehnern der zweiten Zahl. Hier entstehen also auch Zehner. Und hier hinten sind die Einer mal die Einer. Und jetzt sieht man ganz gut, naja, wenn jetzt das hier nicht zweistellig wäre, sondern man hätte das dreistellig, dann wäre hier oben das halt nochmal. Und wenn das hier auch dreistellig wäre, wäre das hier unten nochmal. Was man halt sieht, wenn das K-Stellen hat und das hat K-Stellen, dann entstehen von diesen Knotungen genau K². Also braucht man, wenn man zwei K-stellige Zahlen miteinander multipliziert, höchstens K-Quadrat-Multiplikationen von Ziffern. Warum höchstens? Naja, es könnte ja eine Zahl zum Beispiel auch 20 sein. Ja, aber nullmal, da braucht man dann nichts multiplizieren, da schneidet sich nichts. Deswegen höchstens K-Quadrat-Multiplikationen von Ziffern. So. So, jetzt kommt noch eine schöne Rätselaufgabe, Muster in Zahlensystem. Das können Sie jetzt wirklich mal ausprobieren. Ich trinke derweil einen Schluck.
wählen Sie sich irgendwelche, möglichst nicht die, die da sehen, wählen Sie sich drei Ziffern aus, die sollen nicht alle gleich sein. Also 111 ist verboten, aber 112 wäre schon okay. Und jetzt bilden Sie aus diesen drei Ziffern die größte mögliche Zahl. Also wenn Sie jetzt 112 genommen haben, wäre das 211. Und ziehen davon 112, die kleinste mögliche Zahl, ab. Und wenn Sie das Ergebnis haben, rechts ist das auch einmal ausgerechnet, dann addieren Sie die Spiegelzahl dazu. So, also jetzt denken Sie, das müssen Sie mal eben machen und dann sagen Sie mir, was dabei rausgekommen ist. Beziehungsweise ich sage Ihnen, was dabei rausgekommen ist. Müsste nicht bei allen dasselbe rauskommen. 1089. Da kommt immer 1089 raus, egal welche Zahlen man nimmt. Auch da, damit man das noch mal gesehen hat, wie man so Muster in Ziffernsystemen entschlüsseln kann. Also es ist bei niemandem was anderes als 1089 rausgekommen. Es geht auch gar nicht anders. Wie kommt das zustande? So, das ist jetzt so ein bisschen, um zu üben, wie man mit so Stellenwertsystemen aufschreibt. So, also jetzt sagen wir mal, Sie haben drei Zahlen, x, also Sie haben sich erstmal drei Ziffern ausgewählt, x, y und z. So, jetzt kann das, also was nicht erlaubt ist, dass alle drei gleich sind. So, aber das lassen wir jetzt erstmal außer Acht. So, und jetzt haben Sie ja davon abgezogen, dann minus z, y, x. Und da ist ja schon das Erste, was einem auffällt, da wird schon eine Variable scheinbar unterdrückt. Ne? Das y ist gleich schon weg aus der ganzen Rechnung, nachdem ich das gemacht habe. Jetzt muss ich das natürlich sauber aufschreiben. Eigentlich steht da x minus z mal 100 plus, ja, ich schreibe es meinetwegen nochmal hin, y minus y mal 10 plus z minus x. So, jetzt kann man das etwas vereinfachen tun. Dann steht da also 99 mal x minus z. Warum? Das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr schnell. Ja, weil ich hier ja schreiben kann 100 mal x minus z. Und wenn Sie hier z minus x, das können Sie auch umdrehen als minus x minus z. Plus z minus x ist dasselbe wie minus x minus z. Also steht da eigentlich 99 mal x minus z. So, jetzt ist 99 ist wieder nicht ganz ideal. Wir wollen ja jetzt wieder sehen können, was in den Stellenwerten steht. Bevor ich die Addition mache, also jetzt kommt ja der zweite Schritt, dass ich addiere. Ich weiß jetzt schon, was da rauskommt, ist immer, das Ergebnis ist immer 99 mal Ihre größte Ziffer minus Ihre kleinste Ziffer. Egal, was Sie für Zahlen genommen haben. Das habe ich jetzt schon gezeigt. Das ist aber nicht ganz ideal. Jetzt ist so die erste Idee, die man sicherlich hat, ist, dass man sagt, na ja, ich könnte ja vielleicht sagen, das ist 100 mal und dann wieder minus 1. Das ist aber, ist es aber noch nicht ganz. Ne? Wenn ich jetzt sage 100 mal x minus z minus 1 mal, dann bin ich ja wieder bei dem. Ich muss ja dieses Minus noch irgendwie wegkriegen. Also das Minus nervt mich. Ne? Ich könnte jetzt hier wieder hinschreiben 100 mal x minus z minus 1 mal x minus z. Da sehe ich aber nicht, was in den Stellenwerten steht. Jetzt borge ich mir von den 100 x minus z, borge ich mir einfach was aus, nämlich ein Hunderter. Also schreibe ich hier vorne jetzt hin, nicht 100 mal x minus z, sondern 100 mal x minus z minus 1 plus nochmal 100 minus x minus z. So, das ist wieder die berühmte Nulladdition. Ich habe mir vorne steht x minus z mal 100 und wenn ich nur x minus z minus 1 mal 100 habe, habe ich noch einen Hunderter übrig. So, jetzt habe ich hinten halt steht ein Hunderter minus x minus z. Ja, das ist immer noch nicht ganz ideal, aber fast. Jetzt schreibe ich das als 100 mal x minus z minus 1 plus 90
plus 10 minus x minus z. So, und jetzt überlege ich mal, ob ich da nicht die Stellenwerte sehen kann. Ich behaupte ja, weil, das kann ich jetzt so schreiben, das könnte ich ja schreiben als x minus z minus 1 mal 10 Quadrat plus 9 mal 10 plus 10 minus x plus z. Oder minus x minus z kann ich auch schreiben, ist vielleicht sogar noch besser, weil Sie wissen ja jetzt, oben hat das so gestanden, x, y, z war die größere Zahl und z, y, x war die kleinere Zahl. Also ist das x minus z auf jeden Fall mal eine positive Zahl. Ne, weil die durften ja nicht alle drei gleich sein, die Zahlen. Das war ja verboten. Also ist auf jeden Fall das x größer als das z. Und damit steht hier irgendeine Zahl, ne, die auf jeden Fall mal positiv ist. Größer als 10 wird die aber auch nicht, weil das waren ja beides Ziffern. Ne, selbst wenn sie 9 und 0 genommen hätten, wäre da ja nur 9. Also ist 10 minus das, was hier hinten steht, ist auch immer noch irgendeine positive Zahl, die zwischen 0 und 9 sich bewegt. Weil das hier ist mindestens 1. Ne, weniger als 1 kann das nicht werden, sonst hätten die sich nicht unterschieden. Also kann es höchstens 9 werden. Und das kann aber auch höchstens nur 9 werden. Also steht da auch mindestens 1. So, also ist tatsächlich diese Zahl in 10er-Darstellung so zu schreiben, x minus z minus 1, 9, 10 minus x minus z. So. Und jetzt kann ich jetzt bequem die Spiegelzahl bilden. Und die Spiegelzahl davon ist einfach 10 minus x minus z, 9, x minus z minus 1. Habe ja jetzt einfach die drei Stellenwerte umgedreht. Jetzt addiere ich die beiden und bleibe schön brav in den Stellenwerten. Dann steht da x minus z minus 1 plus 10 minus x minus z mal 10 Quadrat plus, hier steht beides mal eine 9, also 18 mal 10 plus, hier hinten steht 10 minus x minus z plus x minus z minus 1. Ja, jetzt muss ich das noch ausrechnen. X minus z minus 1 plus 10 minus x minus z ist wohl einfach minus 1 plus 10 plus mal 10 Quadrat plus 18 mal 10 plus 10 minus x minus z plus x minus z minus 1 ist 9. Und die hier in der Mitte, die beiden, die heben sich wieder ganz freundlich auf. So, jetzt muss ich das nur noch ein bisschen sortieren. Also steht hier 900 plus 18 mal 10 ist 180 plus 9 ist gleich 10, 8. 9. Tada! So, jetzt sind alle Variablen weg. Deswegen funktioniert dieser Rechentrick, den ich Ihnen gezeigt habe, weil das genau so ist, dass man da so subtrahiert und addiert, dass nachher die ganzen Variablen wegfallen. Diese ganzen Rechentricks, die Ihnen Leute mit dem Dezimalsystem zeigen, basieren immer darauf, dass an irgendeiner Stelle die Variablen halt sich rausnullen, wo man das nicht sofort sieht. Das hier ist schon einer der etwas Überraschenden, wo man das nicht mehr so auf einen Blick sofort sieht, warum da eigentlich immer 1089 rauskommen sollte. Dieses Ergebnis hängt übrigens sehr deutlich vom Dezimalsystem ab. Hier haben wir ja mit Zehnern und Neunern rumgetan. Es gibt aber andere, es gibt ganz analoge Muster in anderen Stellenwertsystemen. Da könnte man das auch machen mit Ziffern vertauschen. Da kommt halt nicht 1089 raus, sondern irgendeine andere konstante Zahl. Ja, gut. Den oberen Teil haben wir schon gemacht, außer für 2 mal b minus 2. Das war mir noch nicht ausgefallen.
machen wir auch noch zweimal b minus 2. Dann haben wir heute aber wirklich viel mit Stellenwertsystemen geübt. Warum mache ich das überhaupt mit zweimal b minus 2? Das ist ja keine binomische Formel. Das kann man unten für die Aufgabe gebrauchen. Begründen Sie, warum bei der schriftlichen Addition von zwei Summanden in einem Stellenwertsystem mit Basis größer gleich 2, größer als 2 müsste da stehen. Fieser Tippfehler, hier muss größer als 2 stehen. Sonst, wir hatten ja gerade gesehen, dass hier 1, 2, 1 rauskommt. Das wird ja im Stellenwertsystem zur Basis 2 gar nicht funktionieren. Das muss ich noch ändern, wenn ich zu Hause bin, mache ich dann noch ein größer als raus. So, in einem Stellenwertsystem mit Basis größer als 2 kann bei Addition von zwei Summanden in jedem Stellenwert nur Überträge der Größe 1 vorkommen. Also es kann gar nicht sein, dass man zwei Zahlen addiert und dann kommt was raus, was größer als, wo ein Übertrag 2 ist. Der Übertrag kann immer nur 0 oder 1 sein. Und dazu benutzen wir zweimal b minus 2. Zweimal b minus 2. Ja, üben wir wieder. Wie kriegen wir die minus 2 da weg? Tja, vielleicht so b plus b minus 2 könnte ja eine Möglichkeit sein. Ich habe gar nicht auf meinen Spickzettel geguckt. Ich finde, das sieht schon gut aus. Ich glaube, ich bin schon fertig. Sehen Sie es auch schon? Jetzt kann ich schon sagen, wie das im Stellenwertsystem aussieht. Ich behaupte, jetzt kann ich schon sagen, dass das 1, b minus 2 sein muss. Stellenwertsystem zur Basis b. Oh, b ist sicher der zweite Stellenwert. B minus 2 ist sicherlich kleiner als b. Also ist das 1, b minus 2 in jedem Stellenwertsystem. So, auch mal prüfen. 2 mal 10 ist 20, minus 2 ist 18. Hier vorne steht die 1, hinten steht 10 minus 2. Nehmen wir nochmal wieder das Dreiersystem. 2 mal 3 ist 6, minus 2 ist 4. Steht vorne die 1 und hinten steht 3 minus 2 ist auch 1. Nehmen wir vielleicht auch nochmal das Achtersystem. 2 mal 8 ist 16, 16 minus 2 ist 14. 14 im Achtersystem ist 8 plus 6, ist also 1,6. Und hinten die 6 ist auch wieder die 8 minus 2. Und warum hilft das jetzt bei der Addition? Jetzt kann man überlegen, was kann bei der Addition von zwei Zahlen in einem Stellenwertsystem denn passieren? Nehmen wir mal das Worst-Case-Szenario im Stellenwertsystem zur Basis 10. Schlimmer geht's ja wohl nicht, oder? Meinen Sie, es könnte schlimmer gehen? Also die größte Ziffer trage ich ein. So. Das ist hier 9, 9 und 9 ist aber schon nur 18. So, und jetzt können wir hier noch sagen, okay, jetzt entsteht hier 10, rutscht da noch einer rüber, plus 9, aber das ist egal. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist 9 plus 9, beziehungsweise in einem beliebigen Stellenwertsystem ist das Schlimmste, was passieren kann, b minus 1 plus b minus 1. Was Schlimmeres kann nicht passieren. Mal mehr Ziffern hat man ja nicht. Und b minus 1 plus b minus 1 ist aber 2b minus 2. Und 2b minus 2 hat immer diese Darstellung im Stellenwertsystem zur Basis b, also ist der Übertrag immer höchstens 1. Was zu beweisen war. Jetzt können Sie noch sagen, ja, aber es könnte ja aus der vorherigen Ziffer ein Übertrag gekommen sein. Ja, der erhöht das aber auch nur um 1. Also der macht ja dann hier zwar 10 plus 19, macht das aber auch nicht viel schlimmer, ne? Weil dann haben sie halt das mit 2b minus, dann könnten sie noch sagen, okay, ich kann theoretisch auch noch auf 2b minus 1 kommen. Ja, aber bei 2b minus 1 habe ich ja auch b plus b minus 1, also kann ich das auch schreiben als 1, b minus 1 im Stellenwertsystem zur Basis b. Selbst wenn ich noch aus dem letzten Stellenwert einen reingedrückt bekommen habe. Und damit ist es dann endgültig bewiesen. So, das war mal so ein paar Rechnereien zum Stellenwertsystem, damit man das auch mal gesehen hat für die Beweisaufgaben. Ich denke, damit sind wir mit den Stellenwertsystemen auch schon durch. Und ich kann noch ganz kurz was zu Primzahlen sagen. Ja, was ist eine Primzahl? Hier sehen Sie einen
Comic ohne Quellenangabe. Ich hoffe, der ist alt genug, damit mein YouTube-Video nicht gesperrt wird. Etwas, das niemals herauskommen kann bei Multiplikationsaufgaben, die sie uns geben. Natürlich vernünftige Aufgaben, nicht so alberne, wo ein Faktor eine 1 ist. Gut, es gibt ja etwas verschiedene Möglichkeiten zu bestimmen, was Primzahlen sind. Manche Leute sagen ja Zahlen, die genau zwei Teiler haben. Und andere sagen Zahlen, die durch 1 und sich selbst teilbar sind. Bei diesem, die durch 1 und sich selbst teilbar sind, da kommt dann immer die philosophische Frage, wie das denn mit der 1 aussieht. Weil die ist ja irgendwie auch durch 1 und sich selbst teilbar. Aber die 1 will man in der Regel bei den Primzahlen irgendwie nicht dabei haben. Und da kommt die andere mögliche Definition, dann kann man sagen, die Zahlen, die genau zwei, aus verschiedenen Gründen ist das sehr vernünftig, die 1 nicht bei den Primzahlen zu haben. Sonst ist das mit der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung zum Beispiel ziemlich schwierig. Sie können ja auch 1 hoch 17 noch dran multiplizieren. Insofern ist die Aussage hier vorne ganz clever, ne? Dass man sagt, etwas, das nicht bei einer Multiplikationsaufgabe rauskommen kann, es sei denn, einer der beiden Faktoren ist eine 1. Wäre auch eine total vernünftige Definition davon, was eine Primzahl ist. So, aber jetzt gucken wir erstmal, was teilbar heißt. Eine Zahl A aus den ganzen Zahlen, nehmen wir die jetzt, heißt durch B aus den natürlichen Zahlen teilbar, wenn es eine Zahl n gibt, für die gilt A ist gleich n mal B. Also eine Zahl heißt durch B teilbar, wenn es gilt, wenn gilt, ich kann die schreiben als Produkt mit irgendeiner anderen ganzen Zahl. B heißt auch ein Teiler von A und man schreibt das dann auch B mit diesem Strich in der Mitte dazwischen und liest das als B teilt A. Prim oder primitiv oder ursprünglich oder nicht zerlegbar sind dann die Zahlen, die man nur als Produkte von mit einem Faktor 1 schreiben kann. Ne? So 12 kann ich auch schreiben als 3 mal 4, aber 7 nur als 7 mal 1. Es gab übrigens ursprünglich diese Bezeichnung bei Nikomachos, irgendwie so spätgriechische Antike, gibt es auch sekundäre und tertiäre Zahlen, die dann tatsächlich damit zu tun haben, wie viele Primfaktoren die haben. Und da gibt es auch noch einen ganzen anderen Sack voll von Bezeichnungen. Vollkommene Zahl haben Sie vielleicht schon mal gehört, wenn man die echten Teiler addieren kann und es kommt dasselbe raus, wie die Zahl ist, die nennt man dann aus irgendeinem Grund vollkommene Zahl. So, jetzt unsere Definition, eine Zahl P heißt Primzahl oder Prims, wenn sie ungleich 1 ist und nicht als Produkt zweier kleinerer natürlicher Zahlen dargestellt werden kann. So, also eine natürliche Zahl heißt Primzahl, wenn sie ungleich 1 ist und nicht als Produkt zweier kleinerer natürlicher Zahlen dargestellt werden kann. Zweier kleinerer. Charakterisierung kann man auch sagen, Primzahlen haben genau zwei Teiler, ist die andere Möglichkeit und die Primzahlreihe 2, 3, 5, 7, 9, 11. Geometrische Vorstellung geht auch mit figurierten Zahlen. Man kann Primzahlen nicht als Rechtecke zeichnen, außer eine Kantenlänge ist 1. Aber als echte Rechtecke kann man so mit Punktmustern nicht zeichnen. Die 12 kann ich auch als 4 mal 3 oder als 2 mal 6 oder als 1 mal 12 hinzeichnen. Aber die 11, die kann ich nur als 1 mal 11 hinzeichnen. Die kann ich nicht als so ein Rechteck hinzeichnen. Wie findet man alle Primzahlen? Ist jetzt auch nicht so ultra spannend. Mit dem Sieb des Eratosthenes, so heißt er richtig. So, das macht man halt so. Das ist nicht ganz unwichtig nachher für unseren Beweis, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Dafür brauchen wir auch das Sieb. Bei dem Sieb stellen wir uns das ja so vor, also man fängt mal an und sagt, okay, die 2 ist die erste Primzahl. Das heißt jetzt, jede weitere zweite Zahl kann dann schon mal keine Primzahl sein. Also die 3 könnte eine sein, die 4 kann aber sicher keine sein, weil die ist durch 2 teilbar. Die 6 kann keine sein, die ist durch 2 teilbar und so weiter. Es geht weiter, komme ich auf die 3, sage ich, okay, die 3 ist noch nicht gestrichen worden, das ist also eine Primzahl.
Und jetzt streiche ich, dann gehe ich wieder drei Zahlen weiter, bin ich bei der 6. Oder wenn man einen intelligenten Algorithmus hat, ist die 6 schon aus der Liste rausgeschmissen, dann wird die nicht zweimal gestrichen. Aber wir nehmen mal einen dummen Algorithmus an, dann streichen wir die 6 zum zweiten Mal, dann gehen wir zur 9 weiter und so weiter. So, wichtig ist nur, dass man, naja, das kommt dann nachher noch. So, und so geht das immer durch. Dann die 4 ist schon gestrichen worden, ist keine Primzahl, die 5 ist eine, jetzt streiche ich jede fünfte zu. So finde ich dann alle Primzahlen, wobei ich immer, das kann man sich gut überlegen, wenn ich die Primzahlen bis 100 haben will, muss ich maximal bis Wurzel 100 mit den Streichungen fortsetzen. Weil wenn jetzt bei Wurzel 100, bei 10 sind 10 mal 10, danach kommt dann ja schon 11 mal irgendeine Zahl, die kleiner als 1 ist. Und wenn das dann tatsächlich ein Teiler gewesen sein sollte, müsste ja der andere Teiler kleiner als 10 sein. Also ich muss dieses Streichungsverfahren für die ersten n Zahlen immer nur bis Wurzel n durchführen, maximal. Und dann habe ich sicherlich alle Primzahlen identifiziert. So. Denn um alle Primzahlen bis zu einer Zahl n zu bestimmen, geht die Streichung kleiner gleich Wurzel n vorzunehmen. Ja. So sieht das in einem. Das ist, glaube ich, schon. Ja, das ist schon der intelligente Algorithmus, der nicht mehrfach streicht. Der streicht, der erzeugt erst eine Liste von n Zahlen, also zum Beispiel 100, und schmeißt dann die ganzen gestrichenen Zahlen aus der Liste raus. Dadurch geht das dann erheblich schneller, weil man weniger Streichung hat. Hier sieht man die Verteilung der Primzahlen in einem Aschenputtelplot, also die Guten ins Köpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Oben prim sind die Guten, unten sind die nicht prim. Kann man noch nicht so viel erkennen, außer dass sich das vielleicht so ein bisschen auszudünnen scheint. Hier ist das mal so, dass Sie haben auf der X-Achse die Zahlen und auf der Y-Achse dargestellt haben Sie die Anzahl der Primzahlen. Da sehen Sie, hier ist zum Beispiel eine große Primzahllücke. Da geht gar nichts weiter. Zwischen irgendwas im Bereich zwischen 100 und 120 oder so. Da wo nichts weitergeht, da sind lauter Zahlen, die keine Primzahlen sind. Aber grob hat das halt so so eine gebogene Form. Da kommen immer noch Primzahlen hinzu. Das biegt sich so leicht runter, aber man weiß ja, es gibt unendlich viele Primzahlen. Also das wird nie ganz eine flache Gerade, wo es so ganz gerade bleibt. Das ist ganz sicher. Und man kann das auch approximieren durch diese Funktion Pi von x. Die ergibt x durch ln x ist ungefähr die Anzahl der Primzahlen bis zur Zahl x. Woher das kommt, erklärt Ihnen dann mal irgendwer in der Zahlentheorie. So. Es gibt jedenfalls unendlich viele Primzahlen. Das ist ein Beweis, den man gut in 5 Minuten hinbekommt. Und auch ein schöner Abschluss für heute. Dann benutzt man nicht eine alte Idee, die schon in den euklidischen Elementen enthalten ist. Also unter Umständen auch noch älter, weil der Euklid, der hat einfach so das ganze Wissen zu seiner Zeit gesammelt, beziehungsweise ist auch gar nicht wissen. So ganz sicher, ob es Euklid gab oder das einfach nur ein Pseudonym ist, wo man irgendwen erfunden hat, der das alles aufgeschrieben hat. Die Idee ist, ich nehme einfach alle Primzahlen, die ich schon kenne, nehme die miteinander mal und addiere 1 dazu. Und die Behauptung ist, man findet so immer eine neue Primzahl. Wobei das, was hinten steht, muss nicht zwingend eine Primzahl sein, aber es muss einen neuen Primfaktor enthalten. Es wäre richtig cool, wenn das hinten immer eine neue Primzahl wäre, weil dann würde man ja immer größere Primzahlen finden. Das ist es leider nicht, aber man findet immer einen neuen Primfaktor. Zum Beispiel hier bei 30.031 ist selbst keine Primzahl. Sonst hätte man ja eine ganz einfache Primzahlformel gefunden. Das leider nicht, aber es muss jedenfalls einen Primfaktor enthalten, der bei 2, 3, 5, 7, 11, 13 noch nicht vorgekommen ist. Tut's auch nicht, 2, 59 und 509. So, und wie funktioniert der Beweis? Also eine Möglichkeit, das zu beweisen. Nach Streichung der Vielfachen einer neuen Primzahl p bleibt im Sieb von Eratosthenes immer mindestens eine nicht gestrichene Zahl übrig. Die kleinste nicht gestrichene Zahl ist dann stets eine neue Primzahl. Beim Aussieben von 2 werden alle Vielfachen von 2 gestrichen, beim Aussieben von 3 werden alle Vielfachen von 3 gestrichen, beim Aussieben von p werden alle Vielfachen von p gestrichen.
die Zahl 2 mal 3 mal Punkt, 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 Punkt mal P, wenn ich die bilde, also das Produkt all dieser ersten N oder Primzahlen, diese Zahl, die wird in jedem der Schritte gestrichen, ne, weil die ist ja durch 2 teilbar, die ist durch 3 teilbar, die ist durch 5 teilbar, durch 7, die ist durch P teilbar, weil da steht ja 2 mal 3 mal 5 mal, mal P. Die Zahl 2 mal 3 mal Punkt, 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 Punkt mal P plus 1 ist aber bis jetzt noch nie gestrichen worden. Also die, die dann genau 1 weiter steht, ist sicher noch nie gestrichen worden, behaupte ich. Weil beim Streichen lässt man ja immer mindestens einen frei. Eigentlich sogar sehr viele mehr bei den meisten Streichungen. Wenn Sie die durch 2 teilbaren Zahlen streichen, dann haben Sie immer, einer wird gestrichen, der nächste wird freigelassen. Der nächste wird wieder gestrichen, der nächste wird freigelassen. Wenn Sie die Teilbaren von 3 streichen, streichen Sie eine, lassen 2 frei. Dann wird wieder einer gestrichen. Wenn Sie die von 5 streichen, Sie eine, lassen 4 frei und dann wird wieder gestrichen. Sie wissen aber, diese Zahl 2 mal 3 mal P ist in jedem Schritt gestrichen worden. Die Zahl danach, die kann aber gar nicht gestrichen worden sein. Die kann bis jetzt noch nicht gestrichen worden sein. Weil bei den Zweiern ist er ja dann 2 weitergegangen, bei den Dreiern ist er 3 weitergegangen, bei den Fünfern ist er 5 weitergegangen. Also diese 2 mal 3 mal, mal P plus 1 ist sicherlich weder durch 2, durch 3, dies noch durch keine dieser Primzahlen teilbar. Und wenn Sie behaupten, diese 2 bis P wären alle Primzahlen, dann kann ich Ihnen so immer eine Zahl sagen, die sicherlich keinen dieser Zahlen als Primfaktor enthält und somit entweder selbst eine neue Primzahl ist oder zumindest einen Primfaktor erhält, der bei 2 mal 3 mal Dings noch nicht vorgekommen ist. Das ist quasi der Beweis mit Hilfe von dem Sieb von Eratosthenes. Und damit sind wir dann für heute durch. Wir haben nämlich mindestens eine Lücke gefunden. Das heißt, mindestens eine Zahl, die entweder einen neuen Primfaktor hat oder selbst eine Primzahl ist.